Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum ersten Talk im Turm im neuen Jahr. Das Thema heute ist besser leben. Wir wollen heute Abend die Fragen diskutieren, was ist das überhaupt, das gute Leben? Wir wollen uns auch fragen, zusammen mit unseren beiden Gästen hier, was braucht es denn, um zufriedener zu sein in seinem Leben? Wir möchten aber auch kritisch hinterfragen, ob es heute nicht so etwas gibt wie einen Zwang zum Glück. Unsere beiden Gäste heute Abend sind Experten, wenn es darum geht, wie wir besser leben können, was wir dafür tun können, um ein besseres Leben zu haben. Zum einen Willibald Ruch, er ist Professor für Persönlichkeitspsychologie und beschäftigt sich mit der Frage, wie sich unser Charakter auf unsere Lebenszufriedenheit auswirkt. Herr Ruch bietet auch Charaktertrainings an, die es uns ermöglichen, spezifische Charakterstärken zu verbessern. Das soll dann auch ein Beitrag zu unserem Leben sein, zu unserer Lebenszufriedenheit. Wie das genau geht, darüber werden wir heute von ihm sicher noch mehr erfahren. Dann haben wir hier Guy Bodenmann, er ist klinischer Psychologe. Er hilft Paaren, die Probleme haben. Er forscht aber gleichzeitig, was es für eine gelungene und glückliche Beziehung braucht. Mit ihm werden wir darüber reden, was es braucht für eine gute, lange Partnerschaft und auch, welche Rolle der Stress spielt in einer Partnerschaft, also wie die beeinträchtigt werden kann durch Stress. Moderiert wird der Talk von Roger Nickel und mir. Ich bin Thomas Gull, wir sind die Redaktoren des Magazins der Universität Zürich. Der Abend steht im Zeichen der Kirschblüte. Wir haben hier Kirschblüten auf dieser Illustration, die blühen schon. Sie haben alle Kirschblüten auf dem Tisch, die unsere Eventmanagerin Silvia Leng organisiert hat. Leider sind noch nicht alle aufgegangen, aber irgendwann werden sie das tun, vielleicht nicht mehr heute Abend. Kirschblüten sind Symbol des Glücks und auch des Frühlings, der ja schon so gut wie vor der Türe steht. Ja, wir möchten zum Beginn dieses Gesprächs einen persönlichen Anfang machen. Herr Bodenmann, was ist das für Sie, das gute Leben, ganz persönlich? Ja, ich denke, das ist eine sehr komplexe Frage. Und da würde ich sagen, wenn ich das jetzt auf zwei, drei Stichworte reduzieren müsste, dann würde ich sagen, zum einen Gesundheit, zum anderen Liebe. Also Liebe und Gesundheit, die sind ja auch sehr stark miteinander verbunden. Wir wissen beispielsweise, wenn man jetzt nur auf die Frage der Mortalität oder eben des langen Lebens blicken, dann wissen wir, dass Personen, die lieben, die auch in einer Beziehung sind, bei Frauen, die haben eine 50% höhere und längere Lebenswahrscheinlichkeit, bei Männern sind es sogar 250% erhöhte Lebenswahrscheinlichkeit. Von dem würde ich sagen, Liebe und Gesundheit, das wären für mich die zwei Ingredienzen, die es braucht für das glückliche Leben. Jetzt haben Sie ja zum Thema Liebe, wir haben Sie auch gefragt, jetzt vorgängig, Sie gebeten, einen Gegenstand mitzunehmen hier an den Talk im Turm, einen Gegenstand, der für Sie eben das gute Leben symbolisiert. Sie haben eine Pflanze mitgebracht, die können Sie vielleicht mal kurz zeigen. Also es ist natürlich jetzt die Frage, wenn ich eben von Liebe sprechen werde diesen Abend, was repräsentiert die Liebe? Und da denken natürlich die meisten gleich an ein rotes Herz. Ich hätte jetzt auch ein rotes Herz mitbringen können, also ein bisschen abgedroschener gewesen wäre. Ich habe mich dann für die Pflanze entschieden. Diese Pflanze hat auch eine Geschichte und für mich repräsentiert die Pflanze auch die Liebe, weil es darum geht, diese Liebe wie auch die Pflanze zu pflegen. Das heißt, dass ich hatte diese Pflanze selber vor rund einem Jahr geschenkt bekommen und die war in diesem Zustand ein bisschen besser noch, was das Grün der Blätter anbelangt, aber es war eine sehr schöne Pflanze, die ich auf den Bürotisch gestellt hatte. Und dann waren plötzlich diese Blüten alle weg und da dachte ich mir, Jesus Gott, was mache ich jetzt? Dann fing das hier ein bisschen an zu leiden und ich habe dann das doch geschafft, ich jetzt meine, mit mehr oder weniger Toleranz, dass die Pflanze überlebt hat zum einen und auch wieder Blüten getrieben hat zum anderen. Und das wäre jetzt auch das Symbol der Liebe, die wir pflegen müssen. Das heißt, die Pflanze war schön zu Beginn, die hatte Freude ausgestrahlt und die Frage ist, wie gelingt es eben, diese Liebe oder diese Pflanze überdauern zu lassen? Und von dem war
als sie mich fragten, was bringe ich für einen Gegenstand für die Liebe mit, die Idee, dass es eine Pflanze sein könnte, als Symbol eben dieses lebenlangen Pflegens von etwas Lebendigem, das aber sehr schnell eben abstirbt und verkümmert, wenn es nicht gepflegt wird. Das hat ja auch sehr viel mit Ihrer Arbeit als Wissenschaftler zu tun. Da geht es ja genau darum, eben die Gründe herauszufinden, wieso dass diese Pflanze, diese Liebe manchmal eben verdorrt und eben auch den Humus quasi zu produzieren, damit sie gedeiht. Da werden wir dann mehr im Verlauf des Gesprächs darüber erfahren. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Ruch? Wie ist das gute Leben? Wie sieht das aus persönlich für Sie? Also für mich ist es einfach das Unerkannte entdecken, einfach neugierig sein, eine Aufgabe haben, die mich fasziniert. Ich denke, es ist der eine Teil. Der andere Teil ist etwas Sinnvolles tun, also auch etwas für andere, zum Beispiel Studenten ausbilden oder einfach Wissen bereitstellen. Und ich denke, so das Dritte, um nicht auch Liebe zu sagen, ich denke Freundschaften. Ich denke, für mich ist wichtig, Bekanntschaften zu pflegen, die ich seit meiner Kindheit kenne, wo ich, also ich komme ja aus Österreich und wenn ich nach Hause fahre, sehe ich halt Leute, die ich schon lange nicht gesehen habe und einfach so eine Kontinuität in den Beziehungen. Jetzt haben Sie uns auch etwas mitgebracht, das für Sie für das gute Leben steht, die Gitarre. Genau, ich konnte nicht die Freunde mitbringen. Genau. Also ich denke, mich hat das einfach mal sehr fasziniert. Ich wollte eigentlich Konzertgitarrist werden. Und so als 16-, 17-, 18-Jähriger habe ich, so 4-5 Stunden am Tag geübt und mich so hinein versenkt in das Spielen. Klassische Gitarre fand ich spannend und ich denke, das ist der Teil, der mir halt so Zeit gegeben hat, so abzuheben mit den Gedanken, während die Finger so automatisch über die Gitarre gehen. Allerdings ist das auch schon 40 Jahre her, aber ich spiele heute noch gelegentlich. Und jetzt spielen Sie auch etwas, obwohl Sie ja einen Fingernagel haben, der nicht ganz richtig geschnitten ist. Genau. Also wenn es dann vielleicht mal nicht ganz klappt, ist der Fingernagel schuld. Genau, ich habe zu kurzfristig gehört, aber ich dachte, ein bisschen was anspielen geht schon. So. Also ich bitte um Nachsicht, aber das wird schon gehen. Und der zweite Gegenstand ist das Buch sozusagen. Das andere wäre nicht so ganz ehrlich. Ich denke, heute ist für mich genau dasselbe Prinzip. Also ich versinke gerne in Aufgaben. Ich bin einer der wenigen Leute wahrscheinlich und Studenten werden das nicht glauben, aber man kann in Statistik aufgehen, man kann Daten analysieren, man ist neugierig, was da rauskommt nach Monaten des Untersuchens und eben mein Gebiet, positive Psychologie, also einfach die Forschung in einem völlig neuen Bereich. Es ist so wie früher, das ist eine Richtung, die völlig neu ist, da muss man erst so die ganze Gegend vermessen und schauen, worum geht es da eigentlich und das macht heute eine Zufriedenheit aus. Wunderbar. Da wären wir gerade bei Ihrer Forschung. Sie beschäftigen sich nämlich damit, wie Sie einmal gesagt haben, was die Menschen zum Blühen bringt. Was die Menschen stark macht, was gut ist für ihr Leben. Sie beschäftigen sich damit, wie wir aktiv unsere Lebenszufriedenheit verbessern können. Und Ihre Antwort darauf ist, indem wir an unserem Charakter arbeiten. Jetzt möchten wir natürlich von Ihnen gerne wissen, wie wirkt sich denn unser Charakter auf unser Leben aus? Also es ist natürlich ein Komplex an Fragestellungen. Die Idee ist einfach, wir haben bis jetzt Psychologie betrieben, die so beschreibend war. Wir haben den guten Charakter ausgespart, wir haben mehr deskriptiv gearbeitet.
Und dann aber gesehen, dass wenn wir so wichtige Dinge wie eben wem geht's gut vorhersagen wollen, da brauchen wir so ein antiquiertes Konzept wie Charakter und Tugenden. Und was wir halt heute wissen ist, man kann den Charakter in verschiedene Bestandteile zerlegen. So, es gibt 6 Tugenden, die so universell auffindbar sind. Es gibt 24 Stärken. Können Sie ein Beispiel nennen? Ja, also zum Beispiel Tugend wäre Humanität, Gerechtigkeit, Weisheit, Wissen und so weiter. Und diese Stärken, also 24 Stärken, bewirken alle so eine Art erfüllendes Leben. Also ich kann mit zum Beispiel mit Neugier eben mir Neues zufügen und die anderen Stärken wirken anders. Mit Humor gibt es wieder andere Dinge. Und wir sehen halt, dass über verschiedene Länder hinweg es tatsächlich so ist, dass die Leute zufriedener sind, die diese Stärken im höheren Ausmaß haben. Das ist natürlich nur ein Faktor für Zufriedenheit, es gibt sicher andere, aber halt der Teil, der so von innen kommt, den man selber mitbringt. Und was wir halt zuerst festgestellt haben, ist, dass man den Zusammenhang findet, also diese 24 Stärken sagen Lebenszufriedenheit voraus. Das heißt noch nicht viel. Wir haben halt dann überlegt, was ist, wenn man eine Stärke verändert? Verändert sich dann auch die Lebenszufriedenheit? Und das haben wir zum Beispiel für Humor gefunden. Über ein Humortraining, das wir durchgeführt haben, haben wir eben nicht nur den Humor verändert, sondern auch infolgedessen ist die Zufriedenheit der Leute angestiegen. Und das ist so das augenblickliche Programm. Also wenn wir mehr Humor haben, sind wir zufriedener im Leben. Genau, aber nicht, weil wir Humor haben, sondern weil es halt unser Leben anders gestalten lässt. Ne? Ich kann mit Schwierigkeiten besser umgehen, ich kann aus einer gespannten Situation die Schärfe nehmen, ich kann andere aufmuntern, heitern. Und das führt halt zu besseren Beziehungen, die halt langfristig auch zu mehr Zufriedenheit führen. Und was ist es dann, eben dieser gute Charakter? Wie muss man sich den vorstellen? Wie zeichnet er sich aus? Also da kann man natürlich jetzt abstrakt darüber reden. Wir haben ein Modell, wo wir halt sagen, also das ist ein ganz neuer Bereich, den teilen wir ein nach Tugenden. Da haben Amerikaner schon eine große Arbeit geleistet. Ne? Die haben geschaut, was hat man seit den letzten 2000 Jahren immer so als Tugend angeführt. Und da gibt es halt so 6 Bereiche, die immer wieder auftauchen. Eben Weisheit, Humanität, Gerechtigkeit, Mäßigung, Transzendenz. Mhm. Das ist ein bisschen abstrakt. Als Persönlichkeitspsychologe schaue ich dann natürlich, welche Stärken brauche ich, um diese Tugend auszuüben. Und wir definieren halt den guten Charakter über diese 24 Stärken. Mhm. Es ist also nicht so, dass man den guten Charakter einfach hat. Der wird einem nicht in die Wiege gelegt. Da hat man ja manchmal den Eindruck, das ist so eine Sache. Es gibt ja auch Eltern, die sagen, ja, das erste Kind, das ist so und so, hat diese Eigenschaften. Das zweite, das ist völlig anders. Da hat man einfach das Gefühl, diese Eigenschaften, diese Charaktermerkmale, die werden einem quasi in die Wiege gelegt. Ist das nicht so? Also es gibt schon immer auch einen angeborenen Teil, aber der Charakter ist formbar. Wir sehen zum Beispiel, dass Kinder, die zu dem Pfadfinder oder anderen Jugendvereinen gehen, einfach ihren Charakter anders entwickeln als die, die das nicht machen. Und die Idee ist schon, dass die Umgebung diesen Charakter mit beeinflusst. Mhm. Zu den Eltern, ich glaube, wenn man 2 Kinder hat oder 3, schaut man nach den Unterschieden. Wenn man die 3 Kinder inmitten einer größeren Gruppe sieht, dann sieht man wahrscheinlich die Ähnlichkeit wieder mehr. Ne? Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, dass eben diese Eigenschaften, die Sie genannt haben, diese Tugenden, wie sind sie denn oder wie ist die Forschung? Da waren Sie auch maßgeblich daran beteiligt. Wie ist die Forschung auf diese Grundeigenschaften eigentlich gekommen? Ja, sagen wir so, in der Intelligenzforschung hat man 80 Jahre gebraucht, um sich da zu einigen. Und ich denke, wir stehen auch erst am Anfang. Aber es war einfach so ein gemeinsamer Kraftakt von mehreren Leuten, wo man geschaut hat, also was gibt es alle so im positiven Bereich, was gibt es für Stärken der Leute, die so in der Literatur vorkommen. Dann hat man das sortiert, irgendwie neu klassifiziert, mit Fragebogen zuerst untersucht, wiederum neu klassifiziert
und dann geschaut, findet man das in anderen Ländern auch. Ja. Und das ist jetzt so ein vorläufiges Modell. Da haben wir auch eine Webseite, wenn man dorthin geht, kann man seine Stärken testen lassen. Ob jetzt sozusagen in 20 Jahren das anders aussieht, weiß ich nicht. Aber das ist so neu, das ist einfach Forschung, die noch ganz heiß ist. Aber eben im Prinzip, so diese Geschichte mit der Charakterbildung, die reicht ja bis in die Antike zurück. Da hat Aristoteles schon Werke dazu verfasst über die Charakterbildung. Was ist denn jetzt bei der, nach 2000 Jahren fast, was bringt dann die positive Psychologie da Neues? Also es stimmt, die Ideengeschichte ist ganz alt. Ne? Ich denke, es ist teilweise auch beeinflusst durch Religionsgründe, durch Philosophen, durch alle möglichen wichtigen Leute. Aber was wir halt neu bringen, ist, dass wir das empirisch untersuchen. Ne? Mhm. Das heißt, dass man nicht nur dran glaubt, sondern man stellt halt Hypothesen auf, testet die mit vielen Personen und dann sagt man, nein, das war ein Irrtum oder ja, das können wir bestätigen. Das heißt, wir machen eigentlich, sagen wir, die Psychologie wieder komplett, weil wir in einem vergangenen Jahrhundert einfach uns zu sehr auf den kranken Mensch bezogen haben und, sagen wir, die Bedürfnisse von 70% der Bevölkerung, die nicht psychisch erkranken, die aber trotzdem ein gutes Leben haben wollen, die wurden etwas vernachlässigt. Und jetzt kommt halt einfach wissenschaftliche Forschung zu dem Bereich, wo man sonst vielleicht halt ja, bei einem Sektenguru war oder wo man populärpsychologische Bücher gelesen hat. Das heißt, den Teil der Psychologie, den wir nicht als unseren verstanden haben. Und jetzt wird hier geforscht, also gleich ernst wie über Depressionen und über andere Dinge. Und das ist dann Zugewinn. Also wir untersuchen die Dinge jetzt, sind die wirklich wahr oder sind das Ideen, die halt eine Gruppe glaubt, aber die andere nicht. Und das funktioniert nur, wenn man dran glaubt. Also unsere Studien werden dann auch eben Placebo kontrolliert, doppelt blind. Also wir haben eine Internetstudie, wo wir auch schauen, ob wir die Stärken trainieren können, ob sich was verändert. Und man sieht kleine Effekte, aber die sind dann halt wahr und nicht so, dass halt die dran glauben, Effekte sehen. Über das Charaktertraining werden wir nachher noch sprechen. Jetzt haben wir hier einen Experten für Beziehungen, Herrn Bodenmann. Jetzt meine Frage noch an Sie, Herr Ruch, wäre, wie wirkt sich denn Charakter auf Beziehungen aus? Ich denke in vielerlei Weise. Also zum einen gibt es ja bestimmte Charakterzüge, die wir halt attraktiv finden. Also alle Studien, die so in Tageszeitungen die persönlichen Kontaktanzeigen durchsuchen, finden eigentlich immer, dass man jemanden sucht, der Humor hat. Humor ist ja auch eine Charakterstärke. Man preist sich auch als humorvoll an. Dann ist es auch so, dass Leute sich gemäß ihres Charakters finden. Also wir haben auch bei Jugendlichen schon gesehen, so 16-, 17-Jährigen, die so in romantischen Beziehungen waren, dass die zusammen sind, die haben teilweise auch dieselben Eigenschaften. Und also von daher, glaube ich, gibt es viele Einflüsse. Natürlich auch die Zufriedenheit, ne, ist wahrscheinlich höher, wenn man die Charaktermerkmale, wenn man da nicht so diskrepant ist. Und jetzt, wenn wir von Ihrer Seite auf den Charakter schauen und die Bedeutung von Charakter in Beziehungen, Herr Bodenmann, was würden Sie dazu sagen? Ja, ich meine, die Paarforschung, die zeigt, dass der Charakter nicht eines der zentralen Vorhersagefaktoren ist, der jetzt die Zufriedenheit oder die Stabilität vorhersagen würde. Und das hängt damit zusammen, weil erstens ist ja die Frage, wir haben jetzt immer vom guten Charakter oder vom tugendsamen Charakter gesprochen. Mhm. Ich meine, was wir ja in der Paarforschung wissen, man sucht nicht unbedingt den tugendsamen Partner. Wenn man selber einen sehr lasterhaften Charakter hat, dann sucht man mitunter eben auch ein Gegenstück, eben, was durchaus eben passt. Das heißt eben nicht den besseren, weil dann würde man sich ja immer schlecht fühlen müssen, wenn man diesen tugendsamen Menschen hier jeden Tag sieht, sondern was wir eigentlich aus der ganzen Forschung wissen, was du auch schon angesprochen hast, dass man eigentlich eher ähnliche Partner sucht, die eben charaktermäßig auch ähnliche Interessen, Einstellungen, Bedürfnisse haben. Und da ist eigentlich der Charakter weniger prädiktiv jetzt für die Partnerschaft per se, sondern die Frage der Passung der Charaktere ist eigentlich das entscheidende Merkmal, was wir aus der Forschung kennen. Das heißt, wenn zwei sich zusammenfinden,
die ähnliche Charaktereigenschaften aufweisen, die ihr ja auch eben in der Forschung dann benennen und eben deskriptiv erfassen könnt, dann sehen wir eben dieses Matching, dieses Zusammenpassen der Charaktere ist ein wesentlicher Punkt. Es gibt ja dieses Sprichwort von den Gegensätzen, die sich anziehen. Das stimmt in dem Fall nicht. Nein, da ist die Forschung absolut konsistent und zwar international konsistent. Diese Idee, dass Gegensätze sich anziehen, das ist kurzfristig attraktiv, ist klar, das ist ein bisschen Salz in der Beziehung drin. Auf die Dauer bezogen ist immer die Ähnlichkeit eigentlich der günstigere Ausgangspunkt. Also diese Pflanze verdorrt. Sie verdorrt deswegen, weil es auch sehr viel Sand im Getriebe hat. Also wenn Sie jetzt denken, der eine fährt gerne ans Meer in die Ferien, der andere in die Berge, da haben Sie schon ein ganz triviales Problem eigentlich auf der einen Seite, aber es ist wirklich Konfliktstoff. Das heißt, die beiden müssen sich jetzt einigen, wo will man jetzt hinfahren. Und Sie sehen jetzt an diesem einfachen Beispiel, je mehr sich natürlich solche Konfliktpunkte auftun, wo eben unterschiedliche Bedürfnisse, Einstellungen, Normen aufeinanderprallen, desto mehr Arbeit ist zu leisten im Alltag, um eben diese Positionen zusammenzubringen. Und das ist natürlich immer Aufwand. Und entsprechend fehlt dann diese Energie in anderen Belangen und entsprechend wäre es eben effektiv günstiger, wenn man hier auf einer gewissen Wellenlänge eben gemeinsam sich befindet und die Charaktere, wie eben auch, das ist ja eigentlich ein sehr weit gefasster Begriff, oder auch die Bedürfnisse, die mit diesen Charakteren zusammenhängen, kompatibel sind. Wie ist es dann mit den Charakteren im Verlauf einer Beziehung? Sie untersuchen ja vor allem auch langfristige Beziehungen und auch eben untersuchen die Möglichkeitsbedingungen eben einer langen, guten Beziehung. Wie verändern sich die Charakteren innerhalb einer solchen langen Beziehung? Was dazu sagen? Das Spannende ist eigentlich, wie gesagt, man hat ja wie verschiedene Punkte in der Partnerschaft. Man hat die Partnerwahl, da sucht man eher eben Menschen, die einen ähnlichen Charakter aufweisen, wie man selber hat. Das ist das Partnerwahlkriterium. Und dann ist man mit diesen Menschen zusammen, heiratet ihn vielleicht mitunter auch. Und dann ist man eigentlich tagtäglich mit diesem Menschen zusammen. Und jetzt beginnt eigentlich etwas sehr Spannendes, nämlich jetzt zum Teil diejenigen, die noch nicht ganz ähnlich waren, die assimilieren sich jetzt gegenseitig. Das heißt, man wird immer ähnlich, das ist ja auch der Hund dann mitunter auch noch, oder am Schluss ist die ganze Familie relativ leicht erkennbar, oder? Aber was auch sehr spannend ist, wenn man zum Beispiel jetzt betrachtet, das Gesundheitsverhalten oder Rauchverhalten. Wenn der eine Partner aufhört zu rauchen, dann hört auch der andere innerhalb von einem Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit auf zu rauchen. Gesundheitsverhalten, das heißt, das ist effektiv eine sehr starke wechselseitige Beeinflussung auch festzustellen. Das heißt, man versucht natürlich, und das ist natürlich das, was dann auch fatal ist mitunter, man versucht auch den Charakter des anderen nach seinen eigenen Vorstellungen zu formen, zu verändern. Man fordert quasi ein, dass der andere sich so verhält oder eben auch solche Einstellungen entwickelt, wie man eben möchte, dass der andere diese Einstellungen und Verhaltensweisen zeigt. Und das ist eigentlich letztendlich auch dann gleichzeitig auch der Prozess des Zugrabetragens der Partnerschaft. Je mehr man sich eigentlich vornimmt, den anderen verändern zu wollen und eben diese Charaktere umzubilden, desto mehr ist natürlich hier auch dann die Gefahr vorhanden, dass eben diese Partnerschaften dann auch letztendlich eben dann sich wieder auseinanderentwickeln, weil jeder möchte ein Stück weit auch so bleiben. Ich meine, du hast ja gesprochen von Trainings, aber wirst du durch alle seinen Charakter zu verändern oder Verhaltensweisen zu verändern, es ist sehr viel komplexer, als das jetzt vielleicht so daherkommen mag. Und wenn natürlich noch einer das einfordert von einem, also der Partner sagt, also ich möchte, dass du so und so bist, dann ist natürlich primär mal Reaktanz das erste Zeichen des Widerstands. Man möchte sich eben nicht so verändern, wie der andere es von einem einfordert, sondern man möchte so bleiben. Im Gegenteil, der andere soll sich doch anpassen. Und dann haben natürlich dann diese Machtkämpfe, die Partnerschaften dann häufig eben unterminieren. Aber Sie sagen jetzt, der Charakter, der lässt sich schwer verändern. Sie würden ja das Gegenteil sagen, Herr Ruch. Also ich würde nicht sagen, dass sich der leicht verändern lässt. Es gibt bei uns das Dogma, dass man so ist, wie man ist und das verändert sich nicht. Mhm. Das mag auch für einige Merkmale stimmen, aber für die Merkmale, die so ein bisschen mehr dem Willen unterworfen sind, und das wären Charaktermerkmale, da ist zumindest die Annahme, dass die sich verändern lassen. Mhm. Und jetzt muss man halt so schrittweise Daten bringen und untersuchen und schauen, was sich verändert. Da ist halt die Forschung noch am Anfang. Ich meine, wir sind in den ersten 4-5 Jahren. Was man sehen kann ist, also weiß ich, wenn ein Merkmal von hier nach hier geht, wir verändern die von da nach da und sind zufrieden. Aber also, das ist halt die kleinen Schritte in der Forschung. Aber es ist auf jeden Fall so,
dass die Veränderungen nicht nur eingebildet sind, das heißt, die Leute unterliegen einer Suggestionskraft, sondern auch die Umgebung sagt, hey, die nehmen die auch anders wahr. Dann. Ja. Ja. Aber das sind kleine Veränderungen und wie gesagt, ich würde da noch keinen Schlussstrich ziehen, man muss einfach schauen, was die nächsten Jahre bringen. Mhm. Das sind erste Versuche. Gut. Sie sind ja schon lange dran, Herr Bodenmann, seit 20 Jahren erforschen Sie das Gelingen und das Scheitern eben auch von Paarbeziehungen. Wenn wir jetzt den Blick eben richten auf das gute Leben, inwiefern trägt dann die Paarbeziehung zum guten Leben bei? Also ich habe ganz eingangs diesen Bezug zwischen Gesundheit und Partnerschaftszufriedenheit bereits gezogen. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, wir sehen eigentlich in allen Studien, dass Partnerschaft, Zufriedenheit und Qualität mit Befinden, und zwar somatischem wie psychischem Befinden, hoch korreliert ist. Das heißt, das gute Leben, was wir ja genuin mit Glücklichsein, mit Gesundsein assoziieren, das wird hier in hohem Maße mit der Partnerschaftsqualität eben in Verbindung gebracht. Das heißt, in allen repräsentativen Untersuchungen, die es gibt, wenn man fragt, was brauchen Sie, um glücklich zu sein, was brauchen Sie, um ein erfülltes Leben zu leben, dann wird immer an erster Stelle Partnerschaft, Liebe oder Gesundheit, also sie werden je nach Studie, werden die konkurrieren, dann erste oder zweite Stelle genannt, alles andere kommt später. Also sie haben auch die Goldbarren auf dem Tisch, die kommen sehr viel weiter unten als eben Befinden, Glück, als eben etwas, was sehr stark eben auch in der Dyade, in der Partnerschaft gelebt wird. Und was eigentlich die Forschung hier sehr schön zeigt, ist, dass diese Zusammenhänge, die man jetzt natürlich rein korrelativer Natur, also rein einfach statistisch nachzeichnen kann, dass die bis in neuere Untersuchungen dahin gehen, dass man zum Beispiel auch Wundheilung, dass man nachweisen kann, dass Paare, also Personen, die sich verletzen, das wurde jetzt experimentell, also wurden Wunden zugefügt, in dem Sinne, dass man eben schaute, wie lange geht es, bis diese Wunden wieder verheilt sind und hier hochsignifikante Unterschiede feststellen konnte, ob diese Personen glücklich waren in ihrer Partnerschaft versus ob sie unglücklich waren. Das heißt, die ganzen medizinischen Prozesse, Zykotinproduktion, die Wundflüssigkeitsmenge, die Vernarbungsgeschwindigkeit, die hängt alle hochsignifikant mit diesem Parameter zusammen, wie glücklich man sich in der Partnerschaft definiert. Wie gesagt, die Langlebigkeit, also die Frage, wie lang lebt man, hängt mit der Partnerschaftszufriedenheit zusammen, aber auch das ganze Risiko für psychische Störungen, seien es Depressionen, Angststörungen, was sie auch hier nehmen wollen. Und das würde ich doch meinen, ist doch ein ganz enger und inzwischen hochsolid untersuchter Zusammenhang, der zeigt, wenn wir in einer Partnerschaft sind, dann ist es eine gute Voraussetzung. Wenn wir in einer glücklichen Partnerschaft sind, dann ist es vor allem für Frauen, also Männer sind nur schon glücklich und zufrieden, wenn sie eine Partnerschaft haben, da gibt es auch einen ganz signifikanten Geschlechtsunterschied, wenn dem Frauen brauchen nicht nur Partnerschaft, sondern eben eine glückliche Beziehung, aber wenn diese Bedingung glückliche Partnerschaft gegeben ist, dann sehen wir ganz klar, dann ist das eine der ganz zentralen Bedingungen für das gute Leben. Also wir brauchen gar keine Medikamente, das ist eigentlich das beste Heilmittel, ja, das es gibt. Nur ist eigentlich die Frage, die uns ja alle interessiert, was braucht es denn, eben, dass es geht, dass es eben gelingt, eben, und zwar nicht nur über den Kick, über das Kirschblüten blühen beim Kennenlernen und am Anfang, sondern eben auch über die Jahre hinweg. Ja. Was also, ist es denn, was es das Gelingen ausmacht? Also wie gesagt, dass es diese Zusammenhänge gibt, das ist der einfachere Teil. Das haben wir alle, denke ich, bereits erkannt. Wie es eben dann gelingt, diese Partnerschaft auf Dauer Glück zu gestalten, das ist der ganz, ganz komplexe Vorgang. Ich meine, wie Sie auch schon angesprochen haben, die Blütezeit, der Beginn der meisten Partnerschaften, 95% der Paare beginnen glücklich. Wenn Sie diese Paare über 20 Jahre hinweg untersuchen, dann sehen Sie eigentlich bei allen Studien einen sehr markanten Niedergang der Beziehungszufriedenheit. Und zwar bei allen Paaren. Es variiert dann, das nennen wir eben Streuung, das wäre dann die Varianz innerhalb der Paare. Das heißt, der Mittelwert, die Regressionsgerade, die führt bei allen runter. Bei der anderen gibt es dann einen stärkeren oder einen weniger starken Niedergang der Beziehungsqualität. Aber mal das Phänomen, dass Partnerschaften in Abhängigkeit der Dauer
sich verändern und in der Regel eben ungünstig verändern. Das ist eine Realität. Die Frage ist nun, welchen Paaren gelingt es denn, diese Veränderung moderat zu halten? Es gibt natürlich auch immer Paare, wir reden ja immer hier, Herr Ruch und ich, immer von statistischen Wahrscheinlichkeiten. Sie erinnern sich vielleicht vom Studium her an die Gaußsche Verteiltkurve, das heißt, wir haben Mittelwert plus minus Standardabweichung, sind 68% der Paare oder der Personen, die eben hier Mittel, also als normal oder als eben Paare des Mittelbereichs gelten. Und wie gelingt es nun, eben in diesem Bereich der Zufriedenheit zu verbleiben und glücklich zu sein? Das ist die ganz, ganz hohe Herausforderung. Wenn ich jetzt das auf drei Punkte herunterbrechen müsste, dann wäre mal ein Punkt, wäre sicher, das ist eben, darum habe ich auch diese Pflanze mitgebracht, das ist die Pflege der Liebe. Wie gesagt, ganz viele Menschen starten mit einer großen Liebe. Wir haben auch eine Studie durchgeführt bei Geschiedenen, es waren 711 Geschiedene, die wir retrospektiv fragten, wie glücklich waren sie zu Beginn der Partnerschaft. Und 95% sagten, wir waren sehr glücklich, das war eine große Liebe. Über 68% sagen, das war die große Liebe. Das ist erschütternd, sind wir einverstanden. Dass also Menschen sich mal sehr stark geliebt hatten, mit besten Voraussetzungen in dieses Abenteuer Partnerschaft gestartet sind und Jahre später dann vor diesem Scherbenhaufen stehen. Das heißt, und das ist eigentlich eher eine erste Botschaft, so glücklich man auch startet, es ist kein Garant für längerfristiges Beziehungsglück. Darum auch die Pflanze, die kann noch so schön sein zu Beginn. Die Frage, wie man sie pflegt, das ist der entscheidende Faktor. Und darum ist eigentlich die Liebe per se nicht das Entscheidende. Wir sehen auch, die sagt eigentlich schlecht vorher, wie sich Menschen in ihrer Partnerschaft Jahre später glücklich oder unglücklich fühlen werden, weil eben auch Glückliche sich scheiden lassen, aber auch Unglückliche zusammenbleiben. Das ist ein anderes Phänomen. Wir haben auch sehr viele Paare, die unglücklich sind und stabil sind. Das heißt, diese Idee, dass Partnerschaft und Glück kovarieren, ist nicht zwangsläufig gegeben. Das heißt also, wir brauchen Pflege. Pflege braucht Zeit. Wir brauchen immer wieder das Updating voneinander. Wir müssen einander immer wieder erzählen, wo stehe ich jetzt, was sind für mich wichtige Schritte in meinem Leben. Und wir brauchen eben auch, dass wir auch eben als gemeinsame Unterstützung definieren. Wir müssen uns immer auch wieder verbinden, wissen, das ist eine tragfähige Säule meines Lebens. Und das fünfte wäre dann das Commitment. Das heißt, dass ich mich eben auch verbindlich zeige, dass ich sage, diesem Menschen, zu dem will ich auch, und wie wir das ja früher auch im Eheversprechen oder heute immer noch im Eheversprechen haben, dass man bei diesem Menschen in guten wie in schlechten Zeiten zusammen sein möchte. Dieses Commitment ist eine ganz zentrale, letztendlich entscheidende Frage. Wie stark ist dieses Commitment, ob Paare zusammenbleiben oder nicht? Jetzt, mich interessiert die Frage der Pflege. Also wie kann ich jetzt die Beziehung zu meiner Frau pflegen, dass wir auch in 10 Jahren noch glücklich sind? Was möchte ich da machen? Ja, also das erste Mal ganz zentral ist Zeit. Oder? Ich meine, wir sehen eigentlich alles, was wir ja... Sie können jetzt, wenn wir ein Paar in Paartherapie haben, kann ich Ihnen innerhalb der ersten Viertelstunde bereits prognostisch aussagen, ob wir mit diesem Paar Erfolg haben werden oder nicht. Und ein kleiner, und das ist eine ganz einfache, triviale Analyse, ist nur die Frage, wie häufig verwendet das Paar das Wort «wir». Also wir kommen zu Ihnen wegen unseren Problemen, weil es uns nicht gut geht. Das heißt, dieses Wir, dieses Uns, dieses Wir-Gefühl versus ich komme zu Ihnen, weil ich mich um meine Zukunft sorge und so weiter. Sie sehen, diese Frage, definiere ich mich als Wir in der Partnerschaft oder definiere ich mich als Ich in der Partnerschaft? Das sind ganz grundlegende andere Perzeptionsphänomene. Das heißt, wenn wir uns als Wir definieren wollen, brauchen wir gemeinsame Erfahrungen, gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Zeit. Und Zeit ist von dem her eigentlich der wichtigste Faktor schlichthin. Das heißt, je mehr wir investieren, und der Zeit ist dann eben die Investition, weil für das, wofür ich mir ja Zeit nehme, das ist mir ja wichtig. Und das heißt, wenn ich mich für die Partnerin, den Partner Zeit nehme, dann bedeutet das, ich bin für diesen Menschen wichtig. Das ist der zweite Punkt, dann wie investiere ich auch diese Zeit, was machen wir auch in dieser Zeit, dass dann auch die Zeit dann gut gefüllt wird. Und da ist natürlich dann der zweite Punkt, den Sie alle auch aus der Presse immer wieder kennen, das ist die Kommunikation. Das heißt, man soll sich begegnen, wir nennen das auch updaten, man soll immer wieder eben dranbleiben, diesen Menschen, und das ist auch das Spannende, wenn man sich auch zu Beginn von den Charakteren her durchaus ähnlich sein mag, man entwickelt sich zwangsläufig auseinander. Und damit ich jetzt diese Diskrepanz, diesen Menschen vielleicht nach 10 Jahren immer noch
mir verbunden empfinde, muss ich quasi immer Schritt halten mit dieser Entwicklung, was Jürg will ja auch als Koevolution bezeichnet hatte. Man muss also sich gemeinsam entwickeln, man muss Schritt halten mit dieser Veränderung und nur dann gelingt es eigentlich, sich eben hier auch immer wieder neu zu orientieren, zu sagen, ich bin bereit, auch dieses Unternehmen zu führen. Ich verstehe dich auch nach 10 Jahren noch, wie ich es früher verstanden habe. Das führt dann zum nächsten Punkt, eben auch Updaten von Wissen bezüglich des Partners. Das heißt, also wir sollten ab und zu miteinander reden zum Beispiel. Also, ja, also, das muss ich mir merken, wenn ich tun jetzt. Das heißt aber nicht einfach nur bla bla, oder? Das ist das Entscheidende. Viele Paare, und das ist erschütternd, wenn wir machen ja immer wieder Videoanalysen von Partnerschaften, wir Paare bitten vor laufender Kamera über Konflikte zu sprechen, über positive Erfahrungen zu sprechen. Und wenn wir zum Beispiel sagen, sprechen Sie über Stress, den Sie jüngst erlebt haben, dann sehen wir bei einem Großteil der Paare, die erzählen einfach faktisch, was geschehen ist, aber was bei ihnen ablief, was genau dieser Stress bei ihnen bewirkt hat, das ist der entscheidende Punkt. Das passiert bei ganz wenigen. Und das wäre der Teil, wo man investieren müsste. Dass ich nicht einfach erzähle, was da für ein Raum war, was jetzt hier, wenn es ein Glas runterfällt, was da für Scherben entstanden sind, sondern dass ich erzähle, was das für mich bedeutet hat und damit den anderen teilhaben lasse an mir, an meiner Entwicklung. Und das ist eigentlich der Punkt der Kommunikation, diese Selbstöffnung. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht wie viel wir miteinander reden, sondern inhaltlich, wie tief diese Kommunikation geht. Jetzt interessiert Sie vor allem auch im Zusammenhang, und das ist ja ein Treiber in die Gegenrichtung, eben dass das alles eben nicht so gut gelingt, denn der Stress, der interessiert Sie. Was macht denn der Stress mit Beziehungen? Also Stress ist im Prinzip deswegen, also wir unterscheiden ja verschiedene Formen von Stress. Es gibt den Makrostress oder die kritischen Lebensereignisse und Entwicklungsaufgaben. Das sind große einschneidende Ereignisse, die Sie auch biografisch sehr akkurat festmachen können. Ich kann sagen, da war Umzug, da war Arbeitslosigkeit, da war Geburt eines Kindes oder irgendetwas sonst, eine schwere Krankheit oder was auch immer. Das sind kritische Lebensereignisse, die Sie biografisch sehr gut einordnen können. Dieser Typus Stress, der ist eigentlich partnerschaftsmäßig weniger relevant als die alltäglichen Widrigkeiten, der sogenannte Mikrostress. Das heißt, was eigentlich zentral ist, weil dieser Makrostress führt häufig zu einem Zusammenraufen des Paares. Wenn etwas ganz Schlimmes passiert, dann steigt die Kohäsion bei den Partnern. Die raufen sich zusammen, die engagieren sich gemeinsam, zumindest kurzfristig, längerfristig, das ist eine andere Frage. Aber was man ganz klar sieht, diese alltäglichen Widrigkeiten, Bus verpassen, zu spät kommen, Kritik, lärmige Nachbarn, also alles Trivialitäten für sich genommen, die sind in dem Sinne deswegen so schwierig, weil die sich aufkumulieren. Das wird immer mehr mal das erlebt und da noch sich geärgert und da war noch etwas, was einem über die Leber gekrochen ist. Und dann bringt man diesen Stress nach Hause. Man ist gereizt, man ist verschlossen. Und was jetzt eben spannend ist, bei diesem Stress erfahren wir keine Unterstützung, kein Verständnis. Wenn jemand etwas Schlimmes erlebt, dann ist klar, dann ist Empathie, Verständnis etwas, was uns allen gemeinhin eben gegeben ist. Das heißt, man versucht auch, sich in diesen Menschen hineinzuversetzen. Wenn ich nach Hause komme, unwirsch, gereizt, weil ich den Bus verpasst habe, dann sehen Sie, dann wird durch die Partnerin der Partner sehr viel mehr Mühe bekommen, sich hier empathisch zeigen zu können. Und das ist genau der entscheidende Punkt, weil der Bus selber ist nicht das Problem, sondern wenn dieses Faktum des Busverpassens eine Persönlichkeitsvariable zum Klingen bringt. Eben, das finde ich ein starkes Bild, das Sie in einem Gespräch, das wir vorher geführt haben, ins Spiel gebracht haben. Der Stress, haben Sie gesagt, demaskiert uns. Genau. Und das bringt dann auch den Charakter wieder ins Spiel, nämlich der Stress demaskiert uns in der Weise, dass er andere, weniger positive Charaktermerkmale zum Vorschein bringt. Und die nagen dann auch an der Beziehung. Ganz genau. Also im Prinzip dann diese nicht tugendsamen Eigenschaften, oder? Man ist dann rigid, man ist unflexibel, man ist dominant. Also all diese Dinge, die steigen dann eben an unter Stress. Man hat natürlich dann möglichst das Bestreben, egozentrisch seine Kräfte zu bündeln. Und dadurch wird man eigentlich auch asozial. Ja. Wie ist denn das, Herr Huch? Eben, ein guter Charakter zu haben, den sich anzutrainieren, das ist eine gute Sache. Aber
Was passiert denn, wenn wir gestresst sind? Fällt denn das ganze Werk, das wir da uns geschaffen haben, wie ein Kartenhaus zusammen? Also ich denke, es gibt ausreichend Forschung, die genau zeigt, dass Humor haben oder eine humorige Sicht auch in schwierigen Situationen einer der besten Mittel ist, mit Stress umzugehen. Da gibt es viele Studien im Labor, außerhalb, im Konzentrationslager, dann amerikanische Soldaten im Vietnamkrieg, die gefangen genommen wurden und lange eben im Gefängnis waren. Die überleben am besten, die versucht haben, diese schwierige Situation auch also zu akzeptieren, aber auch von einer komischen Seite zu sehen, sich gegenseitig aufzumuntern und so weiter. Also physiologische Parameter sind geringer, Stressparameter sind geringer in Situationen, wo ich Stress erlebe. Also aber die ich mir vornehme, das Ganze nicht so ernst zu nehmen. Also eben diese Eigenschaften, Charakterstärken, die können das den Stress auch abfedern. Ja, genau. Also es gibt Studien, die hat eine Doktorandin von mir gemacht, die zeigt, dass eben verschiedene Merkmale gut geeignet sind, Stress etwas abzufedern. Mhm. Natürlich geht das nicht immer und nicht bei allen schlimmen Ereignissen, aber es hilft zumindest. Mhm. Spielt das dann jetzt in Ihrer Forschung auch eine Rolle? Untersuchen Sie konkret eben auch diese Negativfaktoren, die eben, die diese Eigenschaften, diese Stärken unterlaufen könnten, wie die wirken? Das haben wir nur teilweise gemacht. Also wir schauen eher, wir setzen den Akzent auf die guten Dinge, aber es gibt Daten von Kollegen, amerikanischen Kollegen, die zeigen, dass Leute, die eine Krise durchmachen, also zum Zeitpunkt der Krise geht es ihnen ganz schlecht, aber danach, also wenn sie die überwunden haben, sind einige dieser Stärken mehr vorhanden als vorher, also zum Beispiel bei körperlichen Erkrankungen, seelischen Erkrankungen, Liebe zum Lernen, die Leute lesen mehr, die haben mehr Humor, gehen mit den Problemen anders um. Und zwar der Anstieg in diesen Stärken während der Krise sagt auch den Anstieg in der Lebenszufriedenheit wieder voraus. Mhm. Das heißt, Krisen können uns auch stärken und gerade die Merkmale, die wir untersuchen. Aber es ist klar, also wenn die Ereignisse erdrückend sind, dann wird auch guter Charakter nicht alles abfedern. Aber Humor ist ein guter Puffer gegen Stress. Würden Sie das unterschreiben, Herr Bodenmann, dass Humor helfen kann, mit schwierigen Situationen umzugehen in einer Partnerschaft? Also ich denke absolut. Oder? Die Frage ist auch, teilen beide denselben Humor? Das ist eine gute Frage. Die individuelle Humorforschung, oder was jetzt du vertrittst, oder? Das ist natürlich, wie ich mit meinem Humor mit Dingen umgehe, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte als wie man gemeinsam mit Humor umgeht. Und das ist natürlich immer wieder auch jetzt im paartherapeutischen Kontext oder auch im Untersuchungskontext, dass es durchaus unterschiedlich ist, dass der eine über etwas lacht, wo man sieht, und wir machen ja mikroanalytische Analysen dann, das heißt, die Paar werden im Sekundentakt, werden die geratet oder geprüft, was macht A, was macht B. Und da sieht man dann, der andere verzieht zuerst das Gesicht, der findet es überhaupt nicht lustig. Und dann kommt so quasi, wie wenn jetzt der da lacht, dann muss ich ja auch lachen und am Schluss lachen beide. Und Sie als Therapeuten denken, was gibt es überhaupt zu lachen? Und es ist dann auch unsere Aufgabe, das wieder reinzubringen und zu sagen, also, warum lachen Sie jetzt genau? Und dann sieht man, häufig war es überhaupt nicht lustig. Das heißt, der Humor ist eine ganz komplizierte Angelegenheit. Zum einen eben sicher hilfreich, wenn ich wirklich von mir aus lachen kann. Und wir sehen natürlich, du hast ja die Physiologie auch angesprochen, das Lachen wirklich auch häufig Entlastung, ist häufig auch Stressabfuhr. Das heißt, man lacht und durch das Lachen wird eigentlich Energie abgeführt und diese Energie war ja eben vorher blockiert. Das heißt, man hat sich hier physiologisch auch verspannt und wenn es beiden gelingt, herzhaft, und das ist auch das, was wir ja, was ihr ja auch untersucht, die Herzhaftigkeit oder diese Krähenfüßchen, die sich bilden beim Lachen, damit wir auch wissen, es ist wirklich ein herzhaftes, ein richtiges Lachen. Wir sehen auch das gefrorene Lachen, dass man einfach nur hier unten lacht und alles, der Rest des Gesichtes bleibt gleich. Also es ist natürlich eine hochkomplexe Frage des Lachens, aber eben auch hier wieder der Synchronizität. Wer lacht wann, wie, ist beiden zum Lachen zumute? Das ist bei uns in der Partnerschaft natürlich noch wichtiger als nur der Humor des einen. Ich möchte noch kurz auf etwas zurückkommen, das Sie vorher gesagt haben, nämlich wenn ich nach Hause komme und schlechte Laune habe und
dann mein Partner nicht darauf reagiert, da würde sich ja auch ableiten lassen, wie man sich verhalten sollte, oder? Müsste da der Partner irgendwie eingehen darauf, ja, das irgendwie abholen? Genau, also wir haben ganz häufig den Fall, der eine kommt gereizt oder verschlossen nach Hause und der andere reagiert eben auch mit Ärger, mit Frustration, dann gibt es Konflikte. Das heißt also, Stress erhöht das Risiko für Konflikte. Und das eben ansprechen, was wir auch eben jetzt unsererseits trainieren mit Paaren, ist, dass man ja ganz häufig seine sogenannte Fehlattribution grundlegend. Das heißt, der Partner kommt gereizt nach Hause und man bezieht es auf sich. Man denkt, er kommt wegen mir gereizt nach Hause. Und dazu gibt es mal primär gar keinen Grund zu dieser Annahme, weil wenn er ja morgens aus dem Haus ging, durchaus neutral gestimmt und abends kommt er gereizt nach Hause, dann wäre mal der erste Schritt zu sagen, vermutlich war da extern etwas vorgefallen, was ihn so oder sie zu dieser Laune bringt, darum eben diese negative Laune. Und da wäre eben dann der erste Schritt, dass man mal nachfragt und sagt, hey Schatz, was ist denn passiert, warum kommst du so nach Hause? Und dieses Nachfragen, das ist dann eben die Möglichkeit, sich dann eben abzudaten, zu erzählen und eben nicht nur faktisch, was ist vorgefallen, sondern auch was, warum geht es mir jetzt so schlecht, warum bin ich so verschlossen, warum bin ich jetzt so negativ zu dir, und damit dann eben auch die Möglichkeit bietet, sich gemeinsam mit diesem Stress auseinanderzusetzen. Jetzt ist es ja eben so, dass Sie sich beide nicht nur mit der wissenschaftlichen Analyse des guten Lebens in einem gewissen Sinne beschäftigen, sondern Sie bieten eben auch Therapien und Trainings an. Wir haben vom Humor gesprochen vorhin. Herr Ruch, kann ich mir jetzt Humor antrainieren? Wie sieht das aus und wie mache ich das? Um mir diese Eigenschaft, die mir vielleicht gänzlich fehlt, anzutrainieren? Also ich denke, wenn man zurückgeht in die Kindheit, ne, wir haben alle gespielt, wir haben alle gelacht, irgendwie war das Leben unbeschwert. Also man muss nicht Humor erst lernen, man hat es in sich. Die Frage ist, was passiert, wenn man in die Schule kommt, wenn der Ernst des Lebens beginnt, wenn bei der Arbeit der Ernst des Lebens beginnt. Und wenn man die Angst hat, ich bin jetzt nicht professionell genug, wenn ich zu viel lache oder so. Und was wir halt sehen, ist, dass das Programm gut funktioniert bei Leuten, die halt einfach zu ernst geworden sind. Und ein Teil unseres Trainings ist einfach so das Wiederentdecken des Kindes in sich. Wie war ich früher? Welche Spiele habe ich gemacht? Wir spielen auch einige Dinge. Und dann, wenn man das erlaubt, wenn man weiß, das ist okay, eigentlich brauchen wir nicht viel mehr zu machen. Ab dem Zeitpunkt geht es von alleine weiter. Also unsere Studien scheitern immer, weil wir haben Versuchsgruppe, Kontrollgruppe, versuchen alles zu kontrollieren. Bei der einen Gruppe, die nicht ganz optimal funktionieren sollte von den Ergebnissen, da sehen wir, also wir haben etwas angestoßen, auf einmal hören wir am Ende des Versuchs, ja, die haben sich selbst noch getroffen, die haben sich gegenseitig angerufen. Das heißt, die Gruppe, die am besten funktioniert, die haben wir so versucht, auf der Höhe zu halten. Die waren aber am besten, weil einfach man spürt von innen heraus, dass mir das gut tut. Ja, und deswegen glaube ich, also was wir beibringen können, ist einfach so die Haltung, dass es okay ist, nicht immer perfekt zu sein, dass es okay ist zu lachen, wenn man hin und her wechselt. Die kleinen Schwächen eingestehen, das macht einem entspannter und humorvoller. Genau, über sich lachen können, andere Dinge, aber der Rest geht dann eigentlich fast von alleine, also da muss man den Menschen nichts beibringen. Ja, und jetzt, wenn man das jetzt das Charaktertraining ganz allgemein sich mal anschaut, wie funktioniert das? Wie trainiert man jetzt nach Ihrem, nach der positiven Psychologie dergemäß eben, wie trainiert man den Charakter oder sich einen guten Charakter an? Also wir machen verschiedene Dinge. Zum einen machen wir positive Interventionen, die sind teilweise gar nicht an den Charakter gebunden. Also wir Also eine Möglichkeit, einfach zufriedener zu sein, auch Paare, ist, also bei Paaren machen wir zum Beispiel die Übung, also jeder füllt den Fragebogen aus, jeder kennt seine Signaturstärken und dann schauen wir zum Beispiel, wie kann man einen Tag so gestalten, dass das, was beide Personen ausmacht, in dem Programm kommt. Ne? Also einfach, dass der Tag so gestaltet wird, dass jeder so sein kann, wie er eigentlich ist und dass man die Aktivitäten danach plant. Also es werden zuerst die Schwächen
evaluiert quasi. Und wir schauen eigentlich gar nicht die Schwächen an, wir schauen so das Stärkenprofil. Es gibt so ein Konzept von Signaturstärke, das heißt die paar Stärken, die mich ausmachen, ja, also die wirklich die ich sind. Genau, und da sehen wir zum Beispiel, wenn man am Arbeitsplatz mehr dieser Stärken einsetzen kann. Ne? Wir haben eine ganz große Studie mit 1000 Leuten, wo wir geschaut haben, wie ist der Arbeitsplatz beschaffen, kann ich keine meiner Stärken einsetzen, kann ich eine, zwei, drei, vier und so weiter. Also wir haben so bis maximal 7 solche Stärken und wir sehen zum Beispiel, dass wenn ich meine Signaturstärken, also wenn ich 4 einsetzen kann, dann fühle ich mich berufen zu der Arbeit. Ne? Also man merkt, es gibt eine Passung. Spaß, ja. Genau. Mhm. Ansonsten das Training selber, also man darf das jetzt nicht zu spektakulär sehen. Zu jedem Merkmal schauen wir uns halt... Also können Sie ein Beispiel machen? Ja, also okay. Zum Beispiel Freundlichkeit ist eine der Stärken. Ich kann ja überlegen, was macht Freundlichkeit aus? Mhm. Also zum Beispiel... Also die Grundannahme ist, wir haben Gewohnheiten, gute Gewohnheiten. Und bei Freundlichkeit wäre es zum Beispiel, na gut, ich grüße oder ich verabschiede mich, wenn ich reinkomme, ich mache Komplimente, ich halte den Leuten, wenn ich ins Geschäft gehe, die Türe auf. Der Mechanismus ist der, man überlegt sich die einzelnen Verhaltensweisen und muss am Anfang sozusagen bewusst das planen, weil ich das noch nicht als Gewohnheit habe. Ich denke mir, am Abend, ja morgen versuche ich die Dinge und am Abend evaluiere ich es wieder, hat es geklappt oder nicht. So führt bis man halt so ein Tagebuch auch. Genau, wo man seine Erfahrungen mit diesen. Genau, was klappt, was klappt nicht. Und irgendwann mal, es ist so ähnlich wie beim Geige lernen oder beim Instrument lernen. Mhm. Am Anfang klingt es halt fürchterlich und es braucht lange, bis es schön klingt. Wenn man es mal kann, ist es schwierig, wieder rumzukratzen, weil man eigentlich alles schon automatisch richtig gemacht. Das heißt, die Idee ist dann halt, wenn es zum Automatismus geworden ist, dass ich den Leuten die Türe aufhalte oder anderes, diese Summe dieser guten Gewohnheiten bilden dann halt das Merkmal Freundlichkeit. Und das muss man planen, durchführen, bis es automatisch wird und dann... Man muss es quasi einverleiben, sich einverleiben. Mhm. Genau. Mhm. Aber das ist natürlich alles so die Idee und wir sind dabei, das zu machen. Also es ist alles ganz, ganz am Anfang. Mhm. Herr Bodenmann, Sie arbeiten ja auch ganz konkret mit Paaren, die Beziehungsprobleme haben. Was kann man denn tun, um eine Beziehung zu retten? Beziehungsweise Sie haben ja sowieso, wissen schon nach einer Minute, bei deinen geht es gar nicht. Schicken Sie dann gleich wieder nach Hause oder probieren Sie es trotzdem? Ja, also natürlich versuchen wir das möglichst hinzukriegen. Aber ich denke, wenn wir doch sehen, dass gewisse Grundbedingungen nicht vorhanden sind und eines durch das beide möchten, oder dass beide möchten, dass beide sich für die Partnerschaft investieren wollen, das ist ja wie ein Prinzip, ich vergleiche es auch gerne mit einem Ruderboot. Also beide müssen rudern und beide müssen auch synchron rudern. Sie sehen, wenn einer stärker rudert als der andere, dann dreht das Boot im Kreis. Wenn einer gar nicht rudert, dann passiert auch nichts. Das heißt, wir müssen eigentlich immer beide am Bord haben und beide müssen sich engagieren wollen. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Und wenn man eben sieht, die wollen auch wir, das ist ja das gleiche Bild, wenn wir als Ruder das Boot voranbringen wollen, dann geht es einfacher, wenn beide mit dem Ich hier rudern, ohne sich eben auf den anderen einzustellen. Ich denke, was ja jetzt vorhin auch gezeigt wurde, vieles läuft über das Verhalten. Das heißt, bei euch ja auch, Freundlichkeit geht über Türe aufhalten, geht über freundliches Zunicken. Und bei uns ist die Kommunikation ein Schlüsselfaktor, das heißt diese Kompetenz, miteinander zu sprechen. Die, und das ist das ganz Spannende, eigentlich Paare zu Beginn, die können das sehr gut. Wenn sie frisch verliebt, also nicht junge, sondern frisch verliebte Paare sehen, die sprechen eigentlich immer absolut, das freut mich als Paarforscher jedes Mal, wenn ich frisch verliebte Paare sehe. Weil die machen eigentlich alles richtig. Die schauen sich in die Augen, die nicken, die sagen sich freundliche Dinge, die fragen nach, die zeigen Interesse, die sind zärtlich zueinander im Blick und in der Gestik, also alles wunderschön. Und was eigentlich das Spannende, was mich auch umtreibt jetzt seit 20 Jahren, ist, warum sind Paare, die mal so kompetent waren in der Kommunikation, Jahre später so unbefriedigend, so hässlich zueinander? Und da sehen wir eigentlich etwas ganz Spannendes, dass nämlich die Kompetenz
die weisen die meisten auf. Wir haben ganz wenige Partnerschaften, die Defizite von Natur aus mitbringen, weil die nie gelernt haben, anständig miteinander umzugehen. Im Elternhauspreis ist der ganz kleine Teil derjenigen Paare, die später Schwierigkeiten haben, sondern was eigentlich spannend ist, dass man gut startet und sich diese Partnerschaft im Verlauf verschlechtert, weil man sie fahren lässt, man pflegt sie eben zu wenig und weil man immer egoistisch, und da ist durch den Stress immer ein akzentuierender Faktor, immer mehr auf sich konzentriert, einfordert vom anderen, den anderen zwingt zu gewissen Verhaltensweisen und da immer garstiger wird in der Kommunikation. Und das Schlimmste ist eigentlich, wenn man jetzt Paare videografiert, wir raten die, also geben denen ein, beurteilen deren Kommunikationsqualität und fragen dann, nehmen wir jetzt mal an, das wäre eine minus 6 bei diesem Paar, von 0, also von plus 10 bis minus 10. Und wir zeigen dann dieses Video dem Paar selber und sagen, beurteilen Sie selber Ihre Kommunikationsqualität. Dann sagen ganz viele Paare, das finde ich wirklich erschütternd, 0. Und dann sage ich, warum 0? Und dann sagen sie, wissen Sie, nach 20 Jahren sprechen alle Paare so miteinander. Das ist normal, da ist man nicht mehr so säuselnd und liebevoll zueinander, sondern das ist die Kommunikation. Das heißt, man adaptiert diese Skalierung wieder und sagt, man weiß genau, das ist eigentlich nicht mehr schön, wie man miteinander umgeht, aber man setzt quasi die Skalierung herunter und sagt, ja, so ist es halt nach einer gewissen Zeit. Und da möchten wir eben ansetzen, präventiv. Das heißt, nicht erst dann, wenn das Paar bereits in diesem desolaten Zustand ist, sondern rechtzeitig noch, wenn man eben sieht, da ist noch Motivation da, man spürt zwar schon ein bisschen, man muss was tun, man muss eben diese Pflanze pflegen, aber dort rechtzeitig, und das machen wir dann mit Trainings, das heißt, die Paare lernen unter unserer Supervision wieder dieses ursprünglich positive Verhalten zu zeigen, das nennen wir Prompting, das heißt, wir coachen das Paar in diesen Kommunikationsverhaltensweisen und was wir sehr schön zeigen können, nur schon ein Wochenende Training zu 15 bis 18 Stunden hat nachhaltende Wirkung bis 11 Jahre nach dem Training, dass die Scheidungsrate halb so hoch ist bei den Paaren, die es eben wieder gelernt haben und immer auch wieder trainieren. Das ist ja wie eigentlich im Prinzip der Service beim Auto. Man geht ja nicht einmal hin, kauft ein tolles Auto und dann fährt man es, bis es zusammenbricht, sondern man geht ja immer wieder zur Wartung, man versucht dieses Auto zu pflegen eben auch und das ist das Erschütternde, was mich immer wieder auch ein Stück weit traurig macht, dass Menschen, das was wir eben gesehen haben, dass eben zu diesem besseren Leben maßgeblich beiträgt, am wenigsten eigentlich pflegen. Auto wird besser gepflegt, die Jacke wird alljährlich in die Reinigung gebracht, aber die Partnerschaft zu pflegen, das ist etwas, wo ich denke, da sollten wir effektiv rechtzeitig damit beginnen. Und wie muss man sich dieses Prompting vorstellen? Eben wie beim Fernsehen, wo gesagt wird, sei jetzt nicht zu deiner Frau oder zu deinem Mann. Was machen Sie da konkret? Ja, also das sieht so aus, dass das Paar sich vis-à-vis sitzt und wir sitzen in der Mitte, zurückversetzt. Und das Paar beginnt zum Beispiel und wir sagen, sprechen Sie über einen heißen Konflikt beispielsweise. Und dann sagt er, also gestern hast du mich wieder total geärgert, dass du zu spät gekommen bist. Immer kommst du zu spät, nie bist du pünktlich. Und dann kommt das so typische, eben generalisierende Verhalten, was eben dysfunktional ist. Das heißt jetzt, anstelle die einfach laufen zu lassen, intervenieren wir. Und das wäre auch ganz flüssend sagen, konkret. Sagen wir, ja, gestern, sehr gut. Gestern hat es mich geärgert, schön. Das ist ja im Prinzip eine Emotion, da bin ich bei mir. Das heißt, wir gehen direkt in die Kommunikation hinein und die beiden lernen dadurch natürlich nicht erst die Fehler zu machen, und das ist eben auch wieder die positive Psychologie, sondern ich lerne direkt meine Stärken, meine Ressourcen, die ich ja kannte früher, wo ich ja eben früher auch kompetent war, wieder umzusetzen, im Alltag wieder zu leben. Das heißt, wir haben sehr schnelle Erfolge, weil man eben, wie beim Fernsehen auch, ich mache nicht zuerst den Fehler, sondern ich werde bereits vorher, oder wenn ich ihn mache, wird direkt eben die Rückmeldung gegeben und damit habe ich gleich das korrektive Potenzial. Ich kann gleich sagen, ja, stimmt, also hier jetzt macht es mich traurig, dass du zu spät kommst, weil ich hatte mich gefreut. Sehr gut, das heißt, wir prompten das Paar in diesem Kommunikationsverhalten. Gut, jetzt haben wir einen Einblick gekriegt, wie das therapeutisch funktioniert. Wir möchten jetzt den Blick vielleicht noch ein wenig gegen den Abschluss auch dieses Talks langsam den Blick noch einmal auf etwas ganz anderes richten. Wir haben jetzt über das gute Leben gesprochen. Jetzt wollen wir doch versuchen, das Ganze
diese Frage nach dem guten Leben, dieser Wunsch, der ja auch da drinsteckt, ein wenig kritisch zu hinterfragen. Der Philosoph Wilhelm Schmid hat geschrieben, heute gäbe es eigentlich eine Diktatur des Glücks. Also die Frage, die sich damit verbindet, kann der Wunsch nach einem besseren Leben, der sehr verbreitet ist heute, auch ein Fluch sein? Gibt es eine Art Zwang zum Glück, der heute grassiert? Wie sehen Sie das, Herr Ruch? Also ich denke, in den Medien wird das im Augenblick sehr hochgekocht. Also ich habe, glaube ich, auch so 20, 25 Anfragen bekommen, ein Buch über positive Psychologie zu schreiben. Ich glaube, 4, 5 Mal auch schon mit Ghostwriter und Ähnliches. Also es ist einfach ein Modethema und ich denke schon, dass es so sehr in die Gesellschaft reingeht, dass manche fragen, ja, darf ich nicht einfach auch mal grantig sein, darf unglücklich ich böse sein, unglücklich ja, sein, ja. Also, hat das Unglück denn einen Platz in der positiven Psychologie? Ja. Also ich denke, man weiß, dass man ein bestimmtes Verhältnis braucht von Menge an positiven zu negativen Emotionen, damit das optimal funktioniert. Und ich denke schon, dass man vielleicht den Eindruck bekommt, ja, ich muss jetzt unbedingt glücklich sein. Das ist nicht das, was wir propagieren, aber das ist so ein Selbstläufer, denke ich. Also was ich glaub, propagieren Sie denn? Also wir machen einfach mal sachliche Forschung und schauen, wie die Zusammenhänge sind, sodass jemand, der Lust hat, dieses Wissen zu nutzen, das auch nutzen kann. Ich glaube schon, dass wir da behilflich sein können, aber wir wollen keine Glücksathleten oder sonst wie schaffen, die einfach am maximale Erträge bringen. Also für uns ist es so, jemand, der kommt und fragt so, eigentlich geht es mir nicht schlecht im Leben, ich habe kein großes Problem, aber irgendwie denke ich, es könnte noch mehr sein. Dann schauen wir an, also wie ist es mit dem Erleben von Freude, Spaß, positiven Emotionen. Wir schauen, wie sehr engagieren die sich, haben sie Aufgaben, kann man irgendwo in Aufgaben untergehen und auch wie viel Sinn haben die im Leben. Und wenn man da sieht, dass es irgendwo ausbleibt, dann kann man schauen, ob man mit Übungen danach hilft, wenn das jemand will. Und der Rest ist halt sicher auch im Augenblick einfach die Publikationslandschaft, die Glücksratgeber, ne, die verkaufen sich sehr gut. Ich denke, es ist ein bisschen Druck vielleicht auf Leute, die wirklich, denen es nicht so gut geht, weil die möchten dann und dann klappt es nicht. Das ist die Gefahr. Da muss man aufpassen. Ja. Wie sehen Sie das, Herr Bodmann? Also ich denke, wenn wir jetzt mal bei der Partnerschaft bleiben, die Frage ist ja generell gestellt, aber ich denke, was wir ja doch sehr deutlich sehen, ist diese Zunahme der Scheidungshäufigkeit in den letzten 30, 40 Jahren. Wenn Sie Statistiken 1970 mit Statistiken 2012 vergleichen, dann sehen Sie eine dramatische Zunahme der Scheidung. Wir haben im Moment einen sehr hohen Scheidungspegel seit einigen Jahren auch, aber ich denke, die Frage ist ja, warum sind diese Scheidungen häufiger heute als früher? Das hat ganz klar auch mit Erwartungshaltungen zu tun. Man geht mit sehr überhöhten Erwartungen an Beziehungen heran, eben mit diesen Glückserwartungen, da werde ich das vollumfängliche Glück finden. Und ich denke, das ist natürlich immer eine gefährliche Angelegenheit, wenn man mit sehr hohen Erwartungen an etwas herangeht, weil diese Erwartungen nie in diesem Ausmaß auch erfüllt werden können. Was man eben auch im Zusammenhang jetzt, wenn Sie die letzten 20 Jahre der Scheidungsstatistiken betrachten, dann sehen Sie eine Gruppe, die hochsignifikant sich verdoppelt hat. Das sind die Partnerschaften nach 20, 25 Jahren. Früher waren diese Partnerschaften stabil bis ans Ende. Das heißt, wenn man es 20, 25 Jahre miteinander geschafft hat, dann blieb man auch noch den Rest des Lebens mehr oder weniger zusammen. Und heute ist man doch, und das würde ich meinen, reflektiert diesen Zeitgeist. Inwiefern denn? Dass wir immer auch mehr, also wir hatten früher vor allem zerrüttete Partnerschaften in Therapie. Das waren Paare, die nicht mehr klar miteinander kamen und die destruktive Kommunikation übten. Und was wir heute viel mehr sehen, also immer mehr, sind Paare, die an und für sich glücklich sind, die sagen, uns geht es eigentlich gut. Wir haben wenig destruktive Konflikte, unsere Kommunikation ist eigentlich an und für sich durchaus erträglich. Aber das ganz große Problem ist diese Frage des neuen Kicks. Weil Sie sehen natürlich, eine 20-jährige Partnerschaft hat nie mehr diese Vitalität wie eine
eben, wir hatten vorhin diese Kirschblütenphase. Eine frisch verliebte Dyade ist immer etwas anderes als eine 20-jährige, 30-jährige Dyade. Das heißt, die Idee, dass man jetzt auch nach 20, 30 Jahren diesen Kick, diese Schmetterlinge wieder im Bauch haben müsse, wie das vor 20, 30 Jahren der Fall war, das sehen Sie, das geht natürlich nicht miteinander in Einklang. Und das führt dann ganz häufig eben dazu, dass diese Paare zu uns kommen mit dem Anliegen, der eine hat sich vielleicht schon ein bisschen verliebt oder riecht wieder den neuen Frühling irgendwo, und dann diese Frage, sollen wir jetzt beieinander bleiben? Ist das alles, was das Leben geboten hat? Und dadurch, ich meine, kommt dieser Zeitgeist ganz stark zum Tragen, nämlich diese Idee, immer alles zu optimieren, immer alles das Letzte aus dem Leben herauspressen zu wollen und zu müssen und eben dann eben nicht zufrieden zu sein, auch mit dem, was man hat. Und in dieser Pflege, ich würde auch sagen, diese Pflanze ist nicht mehr gleich schön wie vor einem Jahr, als ich sie bekommen habe. Ich muss jetzt eine neue haben. Sie sehen, ich kann natürlich auch sagen, ich investiere in die und versuche die wieder aufzupäppeln und wieder schön hinzukriegen, oder ich kann jetzt einfach wegwerfen und eine neue kaufen. Ich denke, da ist doch ein Zeitgeist drin. Also wir konsumieren heute Beziehungen. Genau, ich würde sagen, das ist eine Konsumation, nicht nur eben von anderen Gütern, sondern auch von Partnerschaft und Beziehungen. Kann man denn sagen, dass diese Glückssuche auch ein Wohlstandssymptom ist? Also wir haben keine anderen Probleme mehr. Jetzt suchen wir das Glück, also im neuen Kick in der Partnerschaft. Wir machen noch ein Humortraining, damit wir es noch ein bisschen lustiger haben im Leben. Ja. Wir haben keine existenziellen Probleme mehr. Essen, ich glaube, Sinn. Ne? Das Problem wäre eher, also haben die Paare noch Sinn, haben die gemeinsame Ziele? Also ich denke, es gibt verschiedene Elemente, die einen zufrieden machen, und Sinn ist meines Erachtens zu wenig angesprochen worden. Aber ich denke... Was meinen Sie damit, Sinn ist zu wenig angesprochen, in diesem Gespräch? Nein, es gibt unterschiedliche Dinge. Also ich kann Spaß haben, ich kann einen Kick bekommen, aber ich kann auch irgendwie was für andere tun. Ich kann Sinn, also Zufriedenheit bekommen, indem ich halt die Sinnfragen... Genau, wir waren jetzt ein bisschen sehr auf den Humor fokussiert, das meinen Sie auch, genau. Ja. Also etwas Sinnvolles zu tun im Leben kann eben auch sehr zur Lebenszufriedenheit beitragen, also anderen Menschen helfen zum Beispiel, sich irgendwo engagieren. Damit beschäftigen sie sich auch. Genau. Aber auch diese Frage ist natürlich ganz klar korreliert. Das heißt, Scheidung und Wirtschaftssituation, das sehen Sie in allen Studien eigentlich immer, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, wird weniger geschieden. Wenn es der Bevölkerung schlecht geht, und das hat Freud schon vor 100 Jahren gesagt, eine Neurose muss man sich leisten können. Das heißt, es braucht, wenn Sie wirklich überleben müssen, dann können Sie sich nicht eine psychische Störung leisten. Das ist ganz klar. Das heißt, wenn es darum geht, die Grundbedürfnisse zu befriedigen, dann müssen Sie fit sein, dann müssen Sie dafür kämpfen. Und erst wenn Sie eigentlich diese Wohlstandsneurose, die wir ja Seligmann als Begriff geprägt hat, oder diese Wohlfahrtsstaatsneurose, wie er es ganz genau genannt hat, das ist eigentlich auch ein spannendes Phänomen, dass wir eigentlich, wenn es uns zu gut geht, dann können wir eben auch Dinge vernachlässigen, wegwerfen, zu denen wir sonst ganz anders Sorge tragen würden. Ja. Eben dazu gehören dann auch Beziehungen. Genau. Ja, ich würde sagen, ich habe auf die Uhr geschaut. Ich denke, wir kommen langsam gegen den Schluss. Und zum Schluss möchten wir doch jetzt auch etwas, wir haben ja viel gelernt, aber wir möchten doch unser Rucksäckchen noch ein wenig füllen. Und gerne von Ihnen beiden, Herr Ruch und Herr Bodenmann, wissen, was wir denn jetzt beherzigen sollen, aus Ihrer Perspektive, aufgrund Ihrer Forschung, was wir beherzigen sollen, um zufriedener zu werden. Können Sie uns zwei, drei Ratschläge mitgeben, Herr Ruch? Also ich denke, schauen, wer man eigentlich ist, also den Charakter erkennen, schauen, wie kann ich den häufiger im Leben einsetzen, also wie kann ich das, was mich ausmacht, mehr im Privatleben, im Berufsleben und so weiter zum Tragen bringen. Also wie das Orakel von Delphi, erkenne dich selbst. Das ist genau, und dann überlege, wie kannst du das in wichtigen Lebensbereichen einsetzen. Also wie kann man das Leben so gestalten. Und ebenso diese Formel jetzt auch von Seligmann, das ist Perma, gute Beziehungen pflegen, sich engagieren, Sinn suchen, dann auch Freude oder Spaß haben oder positive Emotionen pflegen, aber eben auch Leistungen. Und das sind so die Bereiche, von denen man weiß, dass die den Leuten gut tun.
Wie ist es bei den Paaren? Also ich denke, vieles wurde jetzt schon gesagt. Ich denke, zuerst müssen wir uns mal überlegen, welchen Stellenwert spielt die Partnerschaft in unserem Leben? Häufig wird sie zu nebensächlich behandelt, obgleich sie eine ganz zentrale Ressource ist. Man denkt, die hat man jetzt, die ist da, die Liebe ist da. Sondern dass man, und ich hoffe, dass diese Botschaft auch rüberkam, die Liebe zu Beginn, wenn man die nicht pflegt, dann geht sie bei allen zugrunde. Das heißt, wir müssen in diese Pflege investieren, damit würde ich in meinen Zeit aufwenden, Investition tätigen, im Sinne eben von emotionaler Investition, dass man auch immer wieder dieser Liebe Sorge trägt. Und da spielt eben die Kommunikation, die gegenseitige Unterstützung, aber auch das Commitment, dass ich auch zeige, ich bin für dich da, ich interessiere mich für dich, ich möchte mit dir zusammen auch durchs Leben gehen, auch durch Zeiten, die vielleicht ein Stück weit weniger attraktiv sind, dass man dieses Commitment auch immer wieder pflegt. Und da unterscheiden wir ja drei Sorten des Commitments. Zum einen das kognitive Commitment, das heißt die Ausrichtung auf eine längerfristige Partnerschaft, das emotionale Commitment, dass ich mich mit diesem Menschen vor allem einlasse, auf diesen Menschen mich fokussiere, ihm am meisten von mir mitteile, nicht der besten Freundin, dem besten Freund, sondern mit diesem Menschen das teile. Und dann das sexuelle Commitment, das natürlich auch mit Treue, Exklusivität zu tun hat. Das sind eigentlich die Parameter, ich denke, in die es sich zu investieren lohnt, wenn wir die dyadische Konstellation als Ressource für das gute Leben nutzen wollen. Jetzt haben wir ja viel von Ihnen gehört, was es braucht für das gute Leben, für eine gute Partnerschaft. Sie haben jetzt zugehört die ganze Zeit, aber vielleicht sind Ihnen auch noch Fragen durch den Kopf gegangen. Und wir möchten jetzt Ihnen noch kurz Gelegenheit geben, vielleicht unsere beiden Experten hier noch zu fragen. Wir haben irgendwo ein Mikrofon. Ja, da wäre die erste Frage. Hier. Danke. Ist noch etwas? Ja, okay. Ich habe etwas vermisst. Herr Ruch, Sie haben das einmal mit einem Wort gesagt, und das war die Transzendenz. Unter Transzendenz verstehe ich doch einen gewissen andere Dimension, einen Abstand, das Religiöse, aber nicht mit den Kirchen, sondern die religiöse Haltung, ich könnte darüber reden, das spielt doch eigentlich auch eine Rolle innerhalb eines Paares und auch für den einzelnen Menschen. Und das ist eigentlich überhaupt nicht erwähnt worden heute Abend. Genau, ich habe nicht alle Stärken und alle Tugenden aufgezählt, aber Transzendenz ist ein Bereich, den wir genauer auch anschauen. Da sehen wir auch, dass das zum guten Charakter dazugehört, und Transzendenz sagt einiges voraus am guten Leben. Also Studien zeigen zum Beispiel in Amerika, dass die Häufigkeit des Kirchenbesuchs mit dem Glücklichsein zusammenhängt und Ähnliches. Es gibt weniger Studien hier, zumindest kenne ich die nicht, aber bei uns ist es Teil, also eines dieser sechs Tugendbereiche ist auch die Transzendenz. Ich habe jetzt nicht so viel darüber geredet, aber sind halt, also ist enthalten im Forschungsprogramm. Herr Bodmann, guten Abend. Glauben Sie daran, dass Menschen dafür geschaffen sind, zusammen zu bleiben, ein ganzes Leben lang? Also wie gesagt, ohne Anstrengung nicht, ja, das kann ich ganz klar so betonen. Ich denke, die Frage, also vielleicht mal zu den Grundbedürfnissen, alle Menschen möchten eigentlich, das kann man wirklich pauschal so beantworten, möchten lebenslange Partnerschaft. Wenn Sie Paare zu Beginn auf dem Standesamt fragen, wie schätzen Sie Ihre Scheidungswahrscheinlichkeit ein, dann liegt die praktisch bei null. Das heißt, man startet mit dieser Idee, man möchte zusammen sein, und das sind nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern effektiv auch dieser Wunsch ganz immanent. Man möchte mit diesem Menschen eigentlich in aller Regel eben bis ans Lebensende zusammen sein. Und man sieht eigentlich dann, das Spannende ist ja nicht nur der Wunsch, eben dieses Bedürfnis, diese Zielsetzung, sondern dann, wie kann man es auch tun, wie kann man es auch erreichen eben. Und da wird es dann eben zur Gretchenfrage, was braucht es dazu? Und da haben wir ja bereits jetzt auch einiges dazu genannt. Aber ich denke schon, und das sehen Sie auch immer wieder, 85 bis 90% der Personen heiraten mindestens einmal im Verlauf des Lebens. Rein statistisch, wenn es kein evolutionsmäßig attraktives Modell wäre, dann wäre es schon längst ausgestorben. Das heißt, diese Idee, dass wir eigentlich diese Nähe suchen, und nicht nur, das ist auch interessant, das Konkubinat hat sich nie durchgesetzt. Also Sie mal schauen, sondern ist nach wie vor eigentlich diese verbindliche Beziehungsform, die man sucht.
Das heißt, rein bindungstheoretisch ist eigentlich dieses Bedürfnis, dass man immer wieder einen Menschen hat, zu dem man ganz eng, nah verbunden ist. Das ist ein Grundbedürfnis. Aber eben dann, wie man es dann längerfristig aufrechterhalten kann, das ist eine ganz, ganz spannende und wichtige Frage. Und da denke ich mir eben, sind wir in der Forschung doch dabei, einige Dinge nennen zu können. Aber das ist natürlich alles Theorie. Die Umsetzung wird dann natürlich der ganz entscheidende Punkt sein. Gelingt es einem eben auch, diese Dinge so zu tun, damit es auch attraktiv bleibt. Und ich denke, ein Punkt, den wir noch gar nicht besprochen hatten, ich meine, Sie hatten vorher auch die Transzendenz angesprochen, jetzt im Religiösen, aber überhaupt auch dieses über sich hinausgehende Moment. Ich denke, es ist natürlich schon die Idee, dass wenn wir zu sehr am Kleinen verhaftet bleiben, dass es immer schwieriger ist, als wenn wir auch einen größeren, auch einen, natürlich jetzt auch transzendent, auch mit Großzügigkeit im Denken und im Handeln, mit Flexibilität auch ein Stück weit in Verbindung bringen wollen, dann würde ich eben meinen, das braucht es immer. Wir müssen immer auch tolerant sein dem anderen gegenüber, tolerant den Fehlern des anderen gegenüber, tolerant uns gegenüber, weil wir alles Menschen sind, die Fehler begehen, trotz Charakterstärken. Das heißt, diese Toleranz, dieses Verzeihen können, dieses auch großzügig sein können, das ist eine ganz zentrale Schlüsselvariable, ohne die dieser lange Marsch bis ans Ende des Lebens nicht gelingen kann. Jetzt glaube ich, hier war noch eine Frage. Ja, wir haben heute Abend sehr viel über Tugenden und Charakterstärken in Bezug auf Paare auch gehört. Was mich eigentlich auch noch interessieren würde, Sie haben es ganz kurz mit der Neurose von Freud angesprochen, wie steht es eigentlich mit dem Wohlstand, respektive haben Sie hier wissenschaftliche Untersuchungen gemacht, wie weit, wenn wir über besser leben, auch materielle Dinge, entweder negativ oder positiv, Menschen beeinflussen können. Wie sehen Sie das? Ich meine, auch im weiteren Sinne gehört da vielleicht der Beruf dazu. Hat man einen sehr monotonen Beruf, wo man sehr wenig vielleicht auch verdient, oder hat man einen spannenden Beruf, wo man vielleicht auch materiell eventuell besser bedient ist? Wie sehen Sie das? Also wir haben keine eigenen Forschungen hier betrieben, aber die Daten liegen lange vor. Also man weiß aus der längsschnittlichen Entwicklung, aber auch im Vergleich verschiedener Länder, dass es sozusagen in einem Mangelbereich einen Zuwachs an materiellen Gütern die Lebenszufriedenheit steigert. Also wenn wir in Entwicklungsländer gehen, ein bisschen höheres Einkommen, steigt sofort die Lebenszufriedenheit. Im Westen ist es so, dass wir Riesenunterschiede haben im Bruttosozialprodukt, aber die äußern sich nicht in einem Zuwachs oder in einem sehr schwachen Zuwachs in Lebenszufriedenheit. Von daher ist da die Idee, dass da psychologische Faktoren mehr eine Rolle spielen, eben wie viel Sinn erlebe ich bei der Arbeit, ist es eine Berufung und Ähnliches. Also die Idee ist, materielle Sachen sind wichtig, aber eher im Mangelbereich. Im anderen ist ein Zuwachs, bringt wenig. Das hat man in Amerika gut gesehen, wo man jedes Jahr die Lebenszufriedenheit erhoben hat. Man hat geschaut, was ist das Durchschnittseinkommen, und die beiden entwickeln sich völlig unabhängig voneinander. Also noch ein Auto mehr, noch irgendetwas mehr, bringt wenig. Das gilt auch für die Partnerschaft. Ich denke, Armut ist natürlich eine der Stressoren, eben, die wir auch untersuchen, die natürlich Partner belasten können. Aber ich denke auch, die Frage, das sehen Sie auch bei allen Scheidungsstatistiken, ist völlig normal verteilt, Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht, alle lassen sich eigentlich gleichermaßen scheiden. Es ist ja nicht so, dass man aufgrund von ökonomischen Ressourcen eine günstige Perspektive hat. Das Spannende ist eigentlich, dass die Partnerwahl, die wird von solchen Ideen getrieben. Das heißt, die Attraktivität, die eine Person mitbringt als potenzieller Partner, das ist Schönheit, Sexappeal, Intelligenz, Status, finanzielle Potenz, aber auch im Prinzip eine gewisse Charakterstärke. Das hilft bei der Partnerwahl, aber nicht bei der Führung einer glücklichen, längerfristigen Partnerschaft. Weil all das erodiert. Das heißt, wie du gesagt hast, wenn man 5 schöne Autos in der Garage stehen hat, irgendwann werden diese einem auch überdrüssig. Wenn man den schönsten Partner hat, irgendwann wünscht man sich, dass irgendein Pickel auf der Nase ist, um etwas mal Variation zu bekommen. Und das, denke ich, ist immer das Spannende. All diese Attribute, so toll sie zu Beginn sind, die verlieren sehr stark ihre verstärkte Wirksamkeit im Verlauf der Zeit, und damit sind sie eigentlich unbedeutend für das Glück auf Dauer.
Vielleicht ja. Noch eine letzte Frage. Noch? Er hat sich schon länger gemeldet. Danke. Was haben Kinder für einen Einfluss auf das Glück? Wie sehen Sie das? Das ist eine unschöne Frage zum Schluss. Weil alle Studien sind eigentlich sehr homogen, dass mit jedem Kind eigentlich die Partnerschaftszufriedenheit abnimmt. Das heißt, es sind sehr einschneidende Faktoren, aber natürlich auch, und das muss man auch ganz klar sehen, sie haben einen paradoxalen Effekt. Sie erhöhen zum einen die Stabilität, sie erhöhen auch die Zufriedenheit mit der Lebenserfüllung, aber in Bezug auf die Partnerschaft sind sie in der Regel, weil es auch ein ganz massiver Stressor ist, der die Paare natürlich extrem strapaziert und entsprechend können wir sagen, wenn man es differenzierter betrachtet, vor allem auch auf Dauer, ist es eine schöne Investition. Vor allem die ersten paar Jahre, die sind extrem belastend für Partnerschaften und führen eigentlich in allen Studien international zur Abnahme der Partnerschaftszufriedenheit. Ja. Aber auch zu einer Zunahme, wenn die wieder aus dem Haus gehen. Ne? Auch nicht bei beiden. Dauert eine Weile. Also nur bei, also in der Regel ist auch das Empty Nest dann wieder ein Stressor, oder? Das heißt, die einen, und es gab eine ganz spannende Studie von Pericello, die Generationenanalysen gemacht hat und gesehen hat, eben, dass vor allem Väter, also die Hypothese war eigentlich, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, sind die Mütter unglücklicher als die Väter und genau das Gegenteil war der Fall. Weil die Väter realisierten, jetzt gehen die und ich habe es versäumt, mit denen Zeit zu verbringen. Das heißt, wieder dieser Faktor Zeit, also ich habe es versäumt, als Vater da zu sein, als die da waren und jetzt sind sie weg. Und dann kommt dieses ganz starke Bedauern, warum habe ich eben nicht mehr in diese Kinder investiert? Und das war dann spannend zu sehen, eben, dass das Glück oder die Zufriedenheit dann doch auch wieder nicht so hoch war. Und häufig müssen die sich wieder neu finden. Das heißt, wenn man schaut, wenn Paare mit Kindern ins Restaurant gehen, dann ist der Gesprächsinhalt immer die Kinder. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, worüber spricht man noch? Gut, das kenne ich irgendwo. Damit wären wir am Ende dieses Talk im Turm. Wir möchten uns ganz, Thomas Gold und ich, wir möchten uns ganz herzlich bei unseren beiden Gesprächspartnern, bei Willibald Ruch und bei Guy Bodenmann für das interessante Gespräch bedanken. Der nächste Talk im Turm findet am 18. März statt, wieder hier im Restaurant Uniturm. Das Thema dann, auf Weltreise forschen rund um den Globus. Wir würden uns freuen, Sie dann wieder hier zu begrüßen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und vor allem ein gutes Leben.